Die Offensive gegen die Terrormiliz IS in Syrien und dem Irak scheint erfolgreich. Der Irak erklärt den Krieg bereits für beendet. Soldaten der irakischen Armee im Kampf gegen den IS. Quelle: Khalid Mohammed, AP/Deutsche Presseagentur. Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi hat das Ende des Krieges gegen die Dschihadisten Miliz Islamischer Staat IS in seinem Land verkündet. Unsere Streitkräfte kontrollieren vollständig die irakisch-syrische Grenze und daher verkünde ich das Ende des Krieges gegen Daesh, IS, sagte al-Abadi bei einer Konferenz in Bagdad. Am Donnerstag hatte das russische Verteidigungsministerium bereits erklärt, dass die IS-Miliz in Syrien vollständig besiegt worden sei.